Ja, ich freue mich, jetzt die Gelegenheit zu haben, auch zu dem Thema Bewusstsein, neues Bewusstsein, auch in der Wirtschaft oder in der Politik oder in anderen Lebensbereichen einfach mal anzusprechen. Das Ziel, was ich ganz klar fühle, ist, dass wir zunächst einmal wieder in dieses höhere Bewusstsein kommen müssen. Dass wir zunächst einmal verstehen müssen, um was geht es überhaupt bei all diesen Veränderungen. Momentan ist die Wirtschaft auf Prinzipien der Konkurrenz, der Gier, der Macht aufgebaut. Und wir alle spüren, dass es so, wie es momentan, ja, sich draußen darstellt, nicht mehr lange weitergehen kann. Das spüren wir an der Börse, das spüren wir in vielen Firmen, gerade auch in großen Unternehmen, dass einfach so, wie das heute gelebt wird, nicht die Zukunft sein kann. Ich habe eine neue Initiative gegründet, die Human Business Initiative, die sich sehr stark mit dem Neuen beschäftigt, mit der neuen Wirtschaft und mit den neuen Werten, die hinter dieser Wirtschaft stehen sollen. Jetzt ist noch nicht genau der Zeitpunkt, um mit diesem neuen Konzept nach außen zu treten, denn es ist auch wichtig, dass die Menschen und auch die Wirtschaft dafür bereit sind, diese neuen Werte und Konzepte auch anzunehmen. Doch so viel kann ich nur sagen, es geht vor allem um diese göttlichen Werte, auf die die Wirtschaft wieder basieren soll. Es geht wieder um Vertrauen, um ein Miteinander. Es geht wieder darum, um Kreativität. Wie kann sich eine Firma mit der anderen ergänzen? Denn ich bin überzeugt, es geht immer mehr um dieses höchste Wohl, um diese Orientierung nach dem höchsten Wohl. Und jedes Unternehmen in diesem Ganzen spielt auch eine Rolle. Jedes Unternehmen trägt eine Verantwortung für sein Handeln und für sein Tun, ist dafür verantwortlich, dass seine Produkte und Dienstleistungen auch der Umwelt zuträglich sind und dass es eben auch fair zugehen soll im Miteinander, im Umgang miteinander. Und dass es um dieses Miteinander geht. Denn nur wenn wir im Miteinander arbeiten, wird es uns auch wieder gelingen, neue Konzepte, neue Technologien, das Neue zu erschaffen, das uns auch aus der Krise herausführen wird. Wir versuchen uns immer wieder in diesen kleinen Kreis zu bewegen, wo wir merken, es geht um die Quadratur des Kreises und wir können dieses komplexe System, so wie es momentan funktioniert, nicht mehr lösen. Es gibt hier keine Lösung in diesem System. Deswegen arbeiten wir intensiv eben an diesem neuen System. Und das ist kein System, was wir mit unserem Kopf erfinden, sondern das wird ein System sein, was wir ganz tief erstmal in uns fühlen. Es geht erstmal darum, und das ist auch meine Motivation und auch, ja, das sehe ich auch mit meinem Auftrag, Führungskräfte der Wirtschaft, der Politik oder der Gesellschaft erstmal in dieses höhere Bewusstsein zu führen. Weil erst einmal, wenn ich an diesem Punkt angekommen bin, dass ich wieder die Dinge von einem neuen Bewusstsein sehen kann, dass ich wieder verstehe, was diese neuen göttlichen Werte eigentlich bedeuten und sie auch wieder leben kann, erst dann werde ich in der Lage sein, dieses neue Bewusstsein dann an meinem Ort, in meinem Unternehmen, in meiner Schule, in der Politik, wo auch immer, in jedem Lebensbereich auch wieder einfließen zu lassen. Das heißt, es geht wieder zu verstehen, was diese ursprünglichen Werte der Weisheit, der Wahrheit, was diese wieder bedeuten, was auch Mitgefühl bedeutet, Barmherzigkeit bedeutet und wie wir wieder friedvoll miteinander, gemeinsam die Probleme lösen können, die es auf unserer Erde und unserer Welt gibt. Es darf nicht sein, dass auf der einen Seite Überfluss
pur und auf der anderen Seite Armut. Sondern wir könnten, wenn wir uns alle an einen Tisch zusammensetzen, sehr leicht diese Probleme lösen. Wenn wir uns lösen würden von unseren persönlichen Zielen, von dem Ziel hauptsächlich des Profits, der Gewinnmaximierung, was heute unsere Wirtschaft und unser Leben bestimmt. Wenn unsere Zielsetzung sich wieder daran orientiert, dass wir dem höchsten Wohle dieses Planeten dienen wollen, denn es ist mir auch immer wichtig zu sagen, wir sind Gast hier. Und die Menschen haben diesen Planeten ausgebeutet und haben zugelassen, dass das geschieht, was heute geschehen ist. Wobei ich auch heute verstehe, dass es wichtig war, dass es geschehen ist. Weil wir sollen ja auch aus diesen Dingen lernen. Nur hoffe ich einfach und ich spüre einfach, dass es immer mehr Menschen gibt, die bereit sind zu sehen, dass es gilt, nun einen neuen Weg zu gehen. Und der neue Weg beginnt zunächst bei mir selbst. Erst wenn ich selbst mein eigenes Bewusstsein wieder anhebe, wenn ich die Dinge wieder aus einer höheren Warte sehen kann, erst dann werden mir auch wieder neue Lösungen einfallen. Dann erhebe ich mich aus diesem limitierten System und ich gehe wieder in ein weiteres, offenes System, wo viele neue Möglichkeiten möglich sind. Ganz da oben gibt es alle Möglichkeiten. Da oben gibt es Kreativität pur. Und wenn ich wieder verstehe, dass ich ein Teil davon bin und dass ich jederzeit in Verbindung mit diesem kreativen, schöpferischen stehe, dann wird es uns auch gelingen, neue Lösungen zu finden. Und ich bin auch überzeugt, dass es darum geht, Eigenverantwortung zu übernehmen. Es geht nicht darum, dass irgendjemand in der Politik sich hinstellt, alles reglementiert und für uns löst. Nein, wir selbst sind gefordert, Lösungen zu erarbeiten, in Gruppen, im Miteinander. Wenn jedes Unternehmen wieder seine Stärke kennt, wirklich seine Essenz kennt und wenn es immer mehr bewusste Menschen und Manager gibt oder auch in der Politik, die nicht nur ihre persönlichen Ziele verfolgen, sondern die vor allem diese höheren Ziele verfolgen. Ich sage immer, die dem Höchsten bereit sind zu dienen, dem Planeten, den Menschen und letztendlich selbst. Diese Dinge sind am Entstehen und ich kann nur wirklich wünschen, dass sich jeder auch beginnt, Gedanken drüber zu machen, dass wir uns nicht auf diese negativen Dinge forcieren und fokussieren, die jetzt gerade geschehen. Ja, es werden alte Systeme gehen müssen, weil sie einfach keinen Bestand mehr haben. Aber es geht nicht, sich auf das Negative zu fokussieren, sondern es geht darum, sich auf das nach vorne und das Positive zu fokussieren. Denn manchmal brauche ich Chaos, damit wieder neue Dinge auch entstehen können. Deswegen ist mein Anliegen auch zu sagen, dass wir diese Chance erkennen, die jetzt auf uns zukommt. Wir können jetzt diese Dinge neu gestalten, nur es geht nicht mehr darum, sie aus unserem Ego und unserem Verstand heraus zu gestalten, sondern es geht darum, sie wieder auf die Basis der göttlichen Werte zu stellen und ein Miteinander zu schaffen, wo wir alle wieder gemeinsam diese Ziele erreichen können und uns diese Welt erschaffen können, die es so dringend braucht und die wir uns wünschen. Vielen Dank.